Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K18 Universe. Was war das gestern bitte für ein Hell in the Cell Pay-Per-View? Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Die Kommentare kann ich jetzt halt noch nicht sagen, was da gestanden hat, weil ich nehme jetzt halt im Vorfeld ein bisschen auf. Also, aber ich denke mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall, Valenti völlig verdient nicht der neue Champion. Das ist einfach nicht best for business, meiner Meinung nach. Ich finde, es ist auch nicht best for business, dass der US-Champion ist. Da muss einfach mal ein bisschen was geändert werden. Wir machen jetzt erstmal mit Raw weiter und schauen mal, was uns hier heute erwartet, wie es hier vor allen Dingen weitergeht, weil, ja, Braun Strowman, er hatte kein Match gestern bei Hell in a Cell. Vielleicht hat er keinen Herausforderer, wir wissen es nicht. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, und da haben wir eine 8-Mann Over the Top Rope Battle Royale mit Ace Winchester, Randy Orton, The Miz, Jack White, The Iceman, AJ Styles, Roman Reigns und Atsu. Und ich könnte mir vorstellen, dass derjenige, der hier gewinnt, vielleicht einen kleinen Push bekommen könnte. Dass da quasi sowas passiert, wie jetzt zum Beispiel mit James der Fall war bei mir. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht viel. Drücken einfach mal. Atsu gewinnt. Das ist überraschend, dass der Atsu eine 8-Mann Over the Top Rope Battle Royale gewinnt. Schauen wir mal, wo ihn das hinführt. Asuka gegen Naomi. Asuka gewinnt, das wäre jetzt auch ein Witz gewesen. Die macht Ronda Rousey zum zweiten Mal fertig und dann hier gegen Naomi verlieren, oder was? Dash Wilder und Scott Dawson gegen Cesaro und Sheamus. Erst gewinnen Dash Wilder und Scott Dawson Revival. Dann haben wir Jeff und Matt Hardy, die Hardy Boys, gegen Green Dragon und Marco, die Infiltrators. Und die Infiltrators gewinnen tatsächlich. Und sind mit den Hardys verfeindet. Das ist interessant. Vor allem haben sie jetzt auch einen Sprung auf Platz 3 im Tag Team Championship Ranking gemacht. Dean Ambrose hält eine Promo. Was ist mit Dean Ambrose los? Der hält nur noch Promos hier. Wird von Dolph Ziggler mal wieder unterbrochen, aber er hat trotzdem noch hier die Oberhand. Sasha Banks gegen Ronda Rousey. Ronda Rousey gewinnt. Brock Lesnar gegen Jason Jordan im Main Event und es gewinnt Brock Lesnar. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die News an und gucken definitiv mal, ob hier jetzt ein bisschen mehr los ist als vorgestern, wo einfach in den News nie was drin gestanden hat. Was haben wir? Ja, immerhin eine Sache. Dean Ambrose rief Dolph Ziggler in den Ring, wo beide Superstars verkünden, dass sie ihren Titelkampf gewinnen würden. Die Gefühle zwischen den beiden Feinden kochte hoch und es brach ein Kampf zwischen ihnen aus. Also das heißt, immerhin ein. Es ist wieder nur einmal News hier vertreten. Rivalitäten Dean Ambrose und Dolph Ziggler haben eine starke Rivalität, die noch 17 Wochen andauert. Das ist eigentlich sehr cool. Warum auch immer Valenti jetzt eine Rivalität mit Ace Winchester eine wachsende hat, keine Ahnung, warum das der Fall ist. Können wir mal löschen. Völliger Schwachsinn. Die Hardy Boys und die Infiltrators. Ach stimmt, die eine Rivalität ist ja jetzt rum. Das ist krass. Also könnte es wirklich sein, dass die Infiltrators jetzt mit den Hardy Boys mal ein bisschen hier auf die Piste gehen. Wir gucken ins Championship Ranking rein. Braun Strowman natürlich weiter in die 1. Dean Ambrose ist geklettert. Also ich denke mal, wenn Dean Ambrose jetzt seinen Intercontinental-Titel verlieren sollte, dann werden wir den auch so langsam mal hier ins Universal-Title-Ranking reinpushen. Weil der hat dann einfach hier nichts mehr verloren. Vor allem, wenn er so einen hohen Platz hat. Weil hier, keine Ahnung, Elias ist auch total irgendwie verschwunden. Von dem sieht man auch noch kaum noch was. Jo, das ist das Ranking. Dann schauen wir mal hier. Asuka, Naomi, Sasha Banks. Ja, und hier haben wir das wahrgemacht, Ronda Rousey, weil sie eben verloren hat. Sie muss wieder von unten sich hocharbeiten. Hätte eigentlich heute schon gedacht, dass sie einen kleinen Platz gut macht. Aber gut. Hier das Tag Team Championship Ranking, die Infiltrators auf Platz 3 hinter Revival und den Usos. So, dann gehen wir mal zur nächsten Show, zu SmackDown und schauen, was uns hier erwarten wird. So, SmackDown Live beginnt und wir starten die Show direkt mal mit einer Promo von mir, denn ich muss mal ein bisschen reden über den gestrigen Tag. Da ist er. Ganz ohne Titel. Oh, ich muss, glaube ich, mal so langsam hier einen Faceturn in die Wege leiten. Fällt mir gerade mal so auf, wo der gerade hier dem Kameramann Schläge angedroht hat. Weiß ich nicht, in welcher Rolle seht ihr mich denn? Findet ihr, ich bin eher so Face oder Heel momentan? Ich könnte es gar nicht sagen, so wirklich. Also so wie ich eigentlich gestern James verprügelt habe. Ist das eigentlich schon sehr, sehr heel-mäßig. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja in der Rolle des Mentors eigentlich. Also eigentlich bin ich Face. Ich muss definitiv einen Faceplate hier in die Wege leiten. So, in letzter Zeit regiert der Hass. Halt die Klappe und hört zu. Erledigt die Bestie. Ihr solltet mal die Gesichter in der Umkleide sehen. Ja.
Ihr solltet gerade die Gesichter der Superstars Backstage sehen, die wissen, dass ich ihr Leben gleich umkrempeln werde, indem sie sich auf meine Liste, indem ich sie auf meine Liste setze, Valenti. You just made the list. Eine Mischung aus Angst, Überraschung und Aufregung. Echt ein Anblick. Wollen wir mal sagen, Valenti, dass der Emoji dir gehört. Ich will heute auf Discord ganz viele You just made the list Emojis sehen. Ich weiß, dass ich Swagger habe. Ich habe es satt, die Loblieder auf den Kerl zu hören. Ja, ich habe es satt, diese Loblieder auf den Typ zu hören. In letzter Zeit geht mir jemand echt auf die Nerven und ich habe es satt, dass ihm die Leute ständig Loblieder singen, anstatt sich auf mich zu konzentrieren. Was ich hier für eine riesen Promo-Leistung schon geliefert habe. Und dann sowas. Wie soll ich nicht hier rauskommen? Ich respektiere dich nicht, du hast mir noch was zu erledigen. Es wäre ein Kampf für die Ewigkeit. War nicht ganz so gut. Der Kerl soll hier rauskommen, damit ich ihn in einen tiefen Schlaf versetzen kann. Valenti, stell dich deinem Albtraum. Haha. Ja, komm mal her. Mal wie ich koche hier vor Wut. Ich will jetzt eh die Promo verkacken. Ich bin in Promos so schlecht. Kommt er? Er kommt. Hier unser... Der Mann ohne Koffer. Aber US-Champion ist er. Tja, war wohl doch nur Pausenbrot drin in seinem Köfferchen. Was gibt man mal, dass der schon im Ring ist? Hey, ich saß da ganz entspannt in meiner Umkleide und alle haben mich umsorgt wie ein König. Aber dann fand ich seine Sprüche so lustig, dass ich mir dachte, dass es hier draußen wohl noch lustiger ist. Und es wird sogar noch lustiger, wenn ich ihm das Fressbrett poliere. Ja, dieses skeptische Blick da. Was laberst du, ey? Kein Mod für Valenti auf Discord, Hashtag. Deine Zeit ist abgelaufen. Deine Zeit ist abgelaufen, Sportsmann. Es ist vollkommen egal, was du jetzt noch sagst oder tust. Hier ist Endstation. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass du alles, was du gesagt hast, bereust. Das ist mal eine Ansage, oder? Hat er nicht mitgerechnet. Guck mal, hat er sogar genickt. Der sieht das ganz genauso. Quatsch, los jetzt hier. Mann, mit. Ich sage, wir essen zeitig. Halt die Klappe, das ist jetzt meine Zeit. Mir steht es bis hier nur zu warten. Und alle anderen zuzuschauen, wie sie eine Chance nach der anderen kriegen. Heute stelle ich mich dem entgegen. Ich ziehe gewissermaßen eine rote Linie, die ich dann sofort überschreite. Denn an den heutigen Abend werden sich deine Knochen noch eine sehr, sehr lange Zeit erinnern. Muss ich gerade mal lachen hier. So, hier. Du redest immer weiter. Oder im Gegensatz zu dir komme ich nicht hier raus und labere nur vor mich hin. Ich sag dir was. Wenn du weiterreden willst, dann zähle ich einfach weiter. Für jedes Wort, was du sagst, trete ich dir eine Minute lang zusätzlich in den Popo. Tatsächlich in der Promo vor ihm, das gibt's ja gar nicht. Notieren wir uns das. Schlechte Promo. Das Management ist eine ganze Menge. Hey, das Management ist eine ganze Menge Dinge, aber dumm ist es nicht. Es sieht doch die Reaktion, die ich kriege, wenn ich hier reinkomme. Es sieht dich und mich in diesem Ring stehen und es weiß, was die Leute wollen. Also geben wir ihnen doch, was sie von uns verlangen. Du hattest deine Chance, Junge. Du hattest deine Chance. Wenn du es nicht schaffst, nach so einem Match hier, nach dem Hell in a Cell Match. Er hat gesagt, dass ich kämpfen will. Ja, aber die Probe war kacke. Das war eigentlich eine dumme Antwort. Das stimmt. Kämpfen wird irgendwas über das Kämpfen gesagt. Halt, Mann. Hat mir so beigebracht, deine Probleme zu lösen. Ich wollte doch nur ein einfaches Gespräch führen. Aber du scheinst ja richtig in Fahrt zu sein. So, jetzt holen wir tief Luft und atmen ruhig. Mach schon. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das, was hier wirklich zählt. Und mich. Im Prinzip stimmt's ja. Ich will gegen ihn nicht kämpfen. Er hat keine Chance verdient. Wer so einen Cash-In verkackt. Du stehst hier rum, spuckst Worte wie eine wütende Speikobra, ihr Gift, aber jetzt kommt's. Ich bin ein Mango-Baby und ich werde dich packen und ordentlich durchschütteln. Wenn ich fertig bin, bist du nur noch ein blutiges Häufchen und gibst endlich Ruhe. Okay. Aber ich hab da hier so coole... Du bist schon tot. Du darfst es gern versuchen, aber ein Kampf gegen mich ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Was mich betrifft, so bist du schon längst tot. Ist das wirklich, was du willst? Allem ein Ende zu machen? Denn falls das so ist, dann ist dein Wunsch mehr ein Befehl. Meine Faust ist die wahre Faust. Was weiß ich, was da jetzt stand. Komm hier. Wir ziehen in den Krieg. Du willst gegen mich antreten? Dann lass mich dir mal erzählen, wie die Sache laufen wird. Wir haben nicht einfach nur ein Match gegeneinander. Wir ziehen in den Krieg. Und im Krieg gibt es keine Regeln, keine Gesetze, keine Gnade. Bist du dafür bereit? Ich hoffe es schwer. Ja, das hat jetzt halt eine Richtung entwickelt, die ich so gar nicht vorgesehen hatte.
Weil er hat ja seine Chance schon gehabt. Das Wurst hier. Tja. I'm the man und du nicht. Du bist US-Champion. Tschö. 258 Gesamtpunkte. Läuft bei mir. Was passiert denn hier noch so? Jinder Mahal gegen Leon Robinson. Leon Robinson gewinnt. Und da ist eine Rivalität wohl sich am entwickeln. Sehr cool. Ruby Riott gegen Mickey James. Mickey James gewinnt auch mal wieder. Und da ist eine Feindschaft am Laufen. Dann haben wir Mojo Rawley gegen David Cole. David Cole gewinnt. Die ganzen Abonnenten heute am Gewinn. Charlotte, Carmella, Becky Lynch und Bayley in einem Fatal 4-Way Match. Und das gewinnt Charlotte. Luke Gallows und Karl Anderson. The Club Jäger, die Bludgeon Brothers. Und das gewinnen die Bludgeon Brothers. Und jetzt, sechstes Match des Abends. Evo gegen Herginator. Jo. Und da sehen wir nach langer Zeit mal wieder ein Match gegen Hergi. Schauen wir mal, ob er noch das drauf hat, was er vor ein paar Wochen drauf hatte, als er mich besiegt hat. Das letzte Aufeinandertreffen war, glaube ich, das Triple Threat Match, was ich gewonnen habe bei WrestleMania in Staffel 1. Ich glaube, ja. Aber seitdem haben wir nichts miteinander zu tun. Deswegen müssen wir mal gucken, ob der in Staffel 2 wirklich so auf dem absteigenden Ast ist. Das müssen wir uns ja wirklich mal hier als besorgter YouTuber uns angucken. Ja, da kommt auf jeden Fall zum Ring. Herrlich, wie das Licht hier flackert. Gucken wir immer noch, ob das Motorrad immer noch braucht. Oder ob er da mittlerweile... ja, er braucht das Motorrad immer noch. Ja, ist halt das Alter, ne? Kannst halt nicht mehr so weite Wege laufen. Driving home for Christmas. Aber ist der Weg gar nicht so lang? Na gut, skippen wir, haben wir ja schon mal gesehen. Los geht es. Jetzt gibt es wahrscheinlich ein Squash-Match, ich würde so lachen. Nee, sieht nicht so aus. Sonst hätte ich schon deutlich mehr. Und, ach man, ich wollte den eigentlich da reinwerfen. Warum ging das jetzt nicht? Mann, 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 ich habe hier echt nur noch Opfer. Ich brauche einen Gegner. Ich glaube, ich muss echt zu Raw. Ich brauche so einen Brock Lesnar oder so einen Braun Strowman. Der Ring riecht da, findest du auch. Was ist denn los, Hergi? War es echt mal besser hier in Form? Ah, endlich mal ein Reversal hier. Dankeschön. Oh, zu spät. Ja gut, er wirft mich eh nur ins Seil. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Geht der gut? Ja, ja. 49% haben wir. Na Leute. Einfach mal rangeflogen. Bisschen was auf das Köpfchen. Aufpassen, dass die Brille nicht kaputt geht. Ja, wie gesagt, gestern, ich hätte halt gerne in dem Hell in a Cell Match, was wir hatten, wäre ich halt gerne rausgegangen, habe ich ja gestern schon gesagt. Aber wenn dann halt wirklich zweimal dieser eine Move an dem Ausgang gekontert wird, dann war mir echt die Chance oder das Risiko zu groß, weil er ja zwei Finisher hatte, dass ich das Ganze vermassel. Dann gibt es das halt nochmal. Hergi ist ja schon orange. Was ist da los? Who wants to walk? Aber er reversed. Reversed. Meinen Signature. Hergi ist da. Hergi ist jetzt da. Oder auch doch nicht. Geht's halt immer Powerslam-mäßig in die Ringecke. Muss ich mal feiern. Leute! Who's the man? Der Mentor ist am Start. Oh, der Hergi hat gleich ein Comeback. Geh weg, geh weg. Nein! Ah, shit. Ah, wo ist es? Da ist es. Jawohl, Signature ist da. Vielleicht sitzt er jetzt mal. Das sieht besser aus. Hui.
Da machen wir mal hier ein bisschen Sharpshooter-Action. Ah, shit. Das hätte mal böse werden können für ihn. Hat nicht mehr viel gefehlt. Ich glaube, der Sharpshooter, dass er hier aufgibt, ist nicht so unwahrscheinlich. Nein. Was hat der mit Comeback, Mann? Geh weg. Ah, geh weg. Mann! Bringt ihr das ernsthaft durch? Wie man in die Ecke krabbelt. Nein! Damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet. Hey, mach das sofort, kommst, ey, sonst gibt's einen Bann auf Discord. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Da ist der Signature weg. Den Move liebe ich. Ja, nicht nur ich, auch ganz, ganz viele andere. Und wieder ein paar Schläge auspacken. Wenn wir so weit springen können. Ich glaube schon, wenn Shane McMahon auch hier so durch die ganze Halle springt, dann schaffen wir das auch. Ladies and Gentlemen, this is the Splash. And ladies and gentlemen, let me introduce you the spear. Oh, wow. So. Ach komm, ey. Wollte ich den Sharpshooter bringen? Mehr. Kommt ihr wirklich? So, wieder rein da, Kollege. Jetzt zieht hier draußen. Ach, komm, Hergi, geh weg, ey, mit deinem Reversal da. Willst du mich jetzt ernsthaft jetzt schon pinnen? Du hast noch gar nichts gezeigt. Nein, zu früh. Wieder diese Beinschere hier. Und das machen die nur, weil die meine Haare so cool finden. Die wollen mir mal durch die Haare wuscheln. Das ist der einzige Grund, definitiv. Oh, okay, der war schwer zu reversen. Reverseln. Auf jeden Fall besser als der andere. Nein! Der war aber eigentlich gar nicht so schwer. Ist er wieder out of nowhere. Irgend so ein Move hier. Widerstand brauche ich nicht. Ihr seid alles Opfer. Ihr seid keine Gegner, Leute. Das war zu früh. Ah, wieder hier die Beinschere. Guck ich das an. Will wieder durch die Haare wuscheln. Och Gott. Jetzt wird's aber mal Zeit hier. Da findet mein Hund auch, dass das jetzt mal hier Zeit wird. Jetzt ziehen wir den mal hier in die Mitte. Was macht der Depp denn da? Oh, warum macht er denn keinen Aufgabegriff? Oh, dankeschön. Jetzt habe ich schon mein Signature. Oh, zu früh. Wieder schon wieder. Guckt euch das an, wie der mir durch die Haare wieder wuschelt. Hergi, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, darfst du mir auch mal durch die Haare wuscheln, wenn du willst. Alles klar. So. Dann schauen wir mal. Hui.
So, Aufgabegriff ist da. Ach Mann. War leider der falsche. Probieren wir es halt nochmal aus. Ach Mann, ey. Na gut. Dann gibt's halt den Spear. Dann machen wir jetzt halt Schluss hier. So, come on. Eins, zwei. Alles klar. Da ist der Widerstand. Ich brauche keinen Widerstand, um zu gewinnen. Was haben wir hier denn? Das ist mal krass hier, hä? Ach Mann, ey. Mit dem anderen Aufgabensystem hätte ich schon längst gewonnen. So, schauen wir mal, ob der Spear, der Dings hier sitzt. Frog Splash. Vor Eddie. Ach komm, ey. Jetzt hat der. Na gut, ich hab ein Comeback. Wenn er hier mal auf die Beine kommt, mein Typ. Yay! Bin die Nummer 1. Bin die Nummer 1. Who wants to walk? Boah, der sitzt. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt, gell? Komm, Yagi, steh auf. Steh auf, steh auf. Steh auf. Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt, ey. Oh, ich bin so dumm. Das war ja wohl mal ganz klar reversed. Wollt ihr mich veräppeln? Lächerlich. Das gewinnt er auch noch. Ja, weil dem sein blöder Finisher jetzt durchgeht. Ha! 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 Das kann ich ja gar nicht glauben. Das kann ich ja gar nicht glauben. Geht der ernsthaft? Ich habe das tatsächlich gekontert. So, jetzt ist dieses Match aber langsam mal gut hier. So, hierhin, mein Freund. Warum klappt mein Sharpshooter denn nicht mehr, verdammt? Unfassbar. Oh, zum 100. Mal der hier. Ich hoffe, ob das jetzt reicht. Junge, mach mal, der ist doch K.O. Ja, hier diese Kräfteverluste. Laber nicht, Hergi. Laber einfach nicht. Wir müssen hier echt jetzt mal die härteren Geschütze. Och, komm. Laber nicht. Oh, shit. Guck mal, ob das trotzdem reicht. Gibt's doch nicht, ey. Wie kann man denn so hartnäckig sein? So, Hergi ist verletzt. Das tut mir sehr leid. Ja, das war's jetzt. Habe ich mir die Rippen gebrochen, dann war's. Dann war's das. Alter Schwede, ey. Das ist immer so schlimm, so diese Matches, die sich so ziehen. Jetzt passiert hier irgendwas. Er hat ein hart errungener Sieg. Ja, für diesen jungen Mann ist ein wirklich großer Sieg. Und... Warte mal einen Moment. Was denkt er sich denn jetzt dabei? Ich habe nichts gedrückt. Ich kann dafür nichts. Er meint, das ist noch nicht fertig. Er will sich zerschmettern. Jetzt lass mal alles gut sein, Corey. Dieses Match ist vorbei. Ich kann dafür nichts. Kann ich eigentlich in der Heal-Rolle drin bleiben jetzt?
Ja, ich bin jetzt mit Hergi verfeindet, aber ich bin mit Shane McMahon befreundet. Kommt alle her, Leute. Kommt einfach alle her. Ich mache euch alle platt hier. Nutzt ihr auch deinen Freund Valenti nix. Deswegen vielleicht. Ich hatte ja gerade die Konfrontation mit Valenti. Deswegen vielleicht, dass ich den Hergi jetzt deswegen nochmal attackiert habe. Laporte und Torben Kollard gegen Sheldon Benjamin und Chad Gable. Es gewinnen Laporte und Torben Kollard. Dann guck mal in die News rein. Für Hergi wahrscheinlich nicht so erfreulich. Die Rivalität von Shelton Benjamin und Chad Gable mit Laporte und Torben Kollard hat sich zu einer regelrechten Schlacht entwickelt. Ja, Hergi Nato hat bei seinem Match eine leichte Verletzung erlitten. Die Ärzte haben aber bestätigt, dass er weitermachen kann. Also Hergi, deine Karriere ist noch nicht vorbei. Schauen hier mal rein. Aber Hergis Rivalität ist irgendwie jetzt rum mit Kevin Owens. Na, was soll's? Bei mir bat hier wie gar nichts an. Ja, hier. John Cena, Kevin Owens. Nicht viel los. Finn Balor. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen, Finn Balor. Sami Zayn sowieso nicht. So. Ja, Leon Robinson hat sich hochgearbeitet. Schauen wir mal, wie das hier noch so wird. Dann die Damen. Hier ist überhaupt keine Bewegung drin. The New Day. Weiterhin Champions, weil einfach nichts hier passiert in dieser Szene. Na gut. NXT, wir warten auf dich. Boah, ey, ohne Mist, das habe ich gar nicht gedacht, dass die Show heute so lange wird. Beziehungsweise die Folge. So, Akam Razor, El Halil gegen... Ach Quatsch, Akam Razor gegen El Halil und Valentino. Es gewinnt tatsächlich nicht die Office of Pain. Unsere Lucha Dragons hier. Cassius Ohno und Noé José. In einem Match, Conorius hier gewinnt. Warlock gegen Assassin, das gewinnt der Warlock. Alexander Wolf gegen Andy Russ, die Rivalität. Alexander Wolf schon wieder gewonnen. Keine gute Phase hier für Andy Russ. Wonder Kid, Drew McIntyre und Leon the Kid in einem Triple Threat Match. Gewinnt Leon the Kid. Samoan Alpha gegen den Trance, das gewinnt der Trance. Und Nils gegen Roy Kingsley. Oh, und Roy Kingsley verliert das Match. Und das war's schon mit NXT. Dann gehen wir mal zu den News und dann zum Main Event. So, was haben wir denn hier Schönes? Andy Russ hat es Alexander Wolf heimgezahlt, sah irgendwie nicht so danach aus, aber gut. Warum ist hier denn keine Rivalität mehr? Warum passiert hier denn nichts? Wie langweilig ist denn mit der NXT geworden? So, hier die Top 10. Aber irgendwie keine Bewegung hier drin. Hier schon, aber obwohl hier irgendwie total viele Platzveränderungen sind, Andy Russ ist mal voll am Abschmieren. Ich auch. Also die Tag-Team-Szene bei den Frauen, da passiert irgendwie nie was. Das ist garantiert doch ein Bug. Das kann doch nicht sein. Main Event. Schauen wir mal, was hier passiert. So, Samoan Giant gegen Diego Rodriguez. Es gewinnt der Samoan Giant. Cassius Ohno und Leon the Kid in einem Match. Es gewinnt Cassius Ohno. Marvin Walker gegen Leon. Das gewinnt der Leon. Rick Dean gegen Samoan Alpha. Und der Samoan Alpha eine 8-Mann-Battle Royale mit Roy Kingsley, Andy Ross, The Boy, Trance, The Gamer, T-Man, The Prince und Mark Barrett. Es gewinnt der Prince, dann haben wir Warlock, Roderick Strong und Nils. Es gewinnt natürlich der Nils, wie kann es auch anders sein? Dann Wonder Kid und Jones Montana. Und es gewinnt Jones Montana den Main Event. Er hat keine Single Matches mehr, zumindest sehen wir das gleich. Ja, News schenken wir uns natürlich wieder. Ich sag's immer wieder, aber ich möchte halt mal dran erinnern, weil da nichts Neues drinsteht, weil es dann nur eine Nebenshow ist. Wir gehen zu TXN und schauen, was hier abgeht. Ob Jones Montana wirklich jetzt wieder ein Single Wrestler ist oder ob er in der Tag Team Szene wieder zurück ist. Leon gegen The Prince im Opener. Erst gewinnt der Prince. Beide sind geklettert. Erstaunlich. Nikki Cross gegen Isabella Ramirez. Endlich ist sie mal wieder da und Isabella Ramirez gewinnt. So gehört das. Herausforderung Nummer 1 ist sie. Aleister Black gegen Dave Vader. Dave Vader gewinnt. Tomato Ciampa gegen Marco Orton. Das gewinnt Marco Orton. The Boy. Harrison Adiai und der T-Man. Harrison Adiai gewinnt. Eine neue Feindschaft. The Boy und Harrison Adiai. Gibt's ja nicht. Hauptherausforderung ist jetzt aber Harrison Adiai um den NXT in die TXN World Championship. Dann TJ gegen den Jordan. In 6 Matches abends TJ gewinnt. Jones Montana und Marvin Walker. Jawohl. Wie kann es anders sein? Jones Montana ist zurück in der Tag Team Szene gegen Diego Rodriguez und Mark Barrett. Es gewinnt Jones Montana und Marvin Walker. Ja, News. Gucken wir, ob hier was abgeht. Wieder nur eine. Nikki Cross. Ja, okay. Uninteressant. Rivalitäten. Auch nur eine. Und hier irgendwie, keine Ahnung, warum beginnt das? Ich mach das bald selbst hier mit Rivalitäten beginnen. Das kann doch nicht sein. Championship. Ja, Harrison Adiai, neuer Hauptherausforderer, Aleister Black.
Dann, ja, The Boy, Mark Barrett, Diego Rodriguez, Leon Marvin Walker, The Prince, Marco Orton, Harrison Ajay. Also Harrison Ajay ist momentan gut dabei. Definitiv. Pewkey. Auf der 12. Isabella, irgendwann wirst du Champion. Ich hab das im Gefühl. So, Saturday Night's Main Event. Die letzte Show in diesem schönen September. Bevor es in den Oktober reingeht. Wir schauen mal, was heute hier abgeht. So, Valenti, BDG und Mr. Mixeroid. Erst gewinnt der Valenti hier, der ehemalige Brotkofferträger. Jack White und Atsu in einem Match. Das gewinnt der Atsu. Bei dem geht's richtig ab. Hat ja auch hier diese 8-Mann-Battle Royale gewonnen. Green Dragon und Marco gegen Kevin Miller und Michael Lehnere. Die beiden gewinnen. Francisco Valesca, Ace Winchester, David Cole und der Chamis. Und ja, mein ehemaliger Fädenpartner. Zweimal Truth and Consequence im Fatal 4-Way-Match, das ist natürlich fair. Und ja, können auch gewinnen, da bin ich mal gespannt. Anscheinend hat David Cole Francisco Valesca gepinnt, wenn oben diese Niederlage wirklich dafür steht. Ich weiß es aber nicht. Leon Robinson gegen den Z-Nex. Z-Nex gewinnt Hergi gegen Austin the Sheriff. Das gewinnt der Hergi. Und Nils gegen den Tommy im Main Event. Der Tommy gewinnt. So gehört das. Endlich hat der Nils mal bei Saturday Night's Main Event verloren, wo nämlich nicht hingehört. Ja, und damit endet auch schon wieder eine weitere Folge vom Evoverse. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schauen uns jetzt wieder selbstverständlich nochmal die Power-Bewertung an. Aber hier nochmal der Monat TLC gibt es dann in ein paar Tagen wieder. Und da ist eine Menge los. Jetzt trinkt erstmal mein Hund einen Schluck. Könnt ihr gerade mal ein bisschen zuhören? Also, es ist wirklich mein Hund. Wenn ich das wäre, dann würde ich jetzt nicht reden können. Ich wollte es nur mal betonen. Nicht, dass einer sagt, hey, das ist gar nicht der Hund von Evo, der da trinkt, sondern das ist Evo. Also den Witz habe ich jetzt gerade schon mal so rausgestrichen. Na gut, also Power Ranking, schauen wir rein. Valentino einfach mal auf der 1, geht voll ab. Dean Ambrose ist zurück. Isabella Ramirez auf der 4. Das ist sehr, sehr schön. Isabella. Ja, Leute, also, wenn es euch gefallen hat, die heutige Folge, lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder etwas in die Kommentare rein, wenn ihr Fragen oder antworten wollt. Also wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so, kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Link dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Wo auch meine Social Media Accounts immer verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr dort Bock drauf habt, mir mal zu folgen, das wäre sehr, sehr cool. Oder ein Like oder ein Abo dalassen, wie auch immer das bei Facebook, Twitter oder Instagram heißt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr auch hier dran teilnehmen wollt, das Ganze ist ja mit, wer es noch nicht ganz verstanden hat, ihr könnt euch einen Wrestler hier hochladen. Überwiegend sind hier eben die Shows NXT, TXN, besteht überwiegend eben aus Abonnenten, die ihren Charakter erstellt haben. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung mal reinschauen. Dort sind zwei Videos erstellt von mir und verlinkt worden. Einmal, wie ihr euren Wrestler erstellen müsst für die Teilnahmebedingungen. Ihr müsst eine PlayStation 4 dafür haben. Mit anderen Konsolen geht es nicht oder mit dem PC geht es auch nicht. Also ausschließlich PS4 ist da möglich. Und ja, einmal das Video beachten, dann auch noch einmal reinschauen, das Video, wie ihr den Wrestler richtig in die Community-Inhalte hochladet. Wenn ihr das gemacht habt und euer Wrestler entspricht den Teilnahmebedingungen, werdet ihr selbstverständlich in den Modus mit aufgenommen. Wenn ihr keine PS4 habt, aber ihr seid heute das erste Mal hier gewesen und ihr wollt wissen, wie es weitergeht, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlassen würdet und ja, diesen Weg mit uns allen mitgehen würdet, Teil der Evo Army werdet. Das wäre eine sehr, sehr coole Aktion von euch. Damit bedanke ich mich dann wieder bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge vom WWE 2K18 Universe. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Haut rein, macht's gut und ciao.